Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal die Glücksfeder. Die kennen ja sehr viele. Das ist jetzt natürlich nichts Besonderes, aber es wird beschrieben, dass die Blüte der Glücksfeder, wenn man sie im Zimmer hält, ganz selten mal vorkommt. Und komischerweise, ich habe hier mehrere Glücksfedern im Raum und alle haben eine komische, hässliche Blüte bekommen. Und die sieht so aus. Völlig unauffällig, schief und krumm. Dahinter ist auch noch eine. Ein bisschen kann man da hinten das sehen. Da ist noch eine und eine habe ich heute, die war schon verblüht, abgenommen. Und dasselbe kann ich auch, drei sind hier im Zimmer, bei einer zweiten sagen. Die hat auch Blüten, die dritte hat keine. Also kann das nicht bestätigen, dass die Blüten selten vorkommen, wenn man sie im Zimmer hält. Das wollte ich euch nur mal mitteilen. Und damit ihr mal wisst, weil es davon so gut wie keine Fotos komischerweise im Internet gibt, auch keine Videos, wie überhaupt diese Blüte aussieht, wollte ich euch diese mal zeigen. So sieht sie aus. Hässlich und nochmals hässlich. Nichts Schönes. Also, wenn ihr sie nicht habt, verpasst ihr da auch nichts. Okay, bis zum nächsten Mal.